Landesvertretung in Brüssel ist grundsätzlich ein sinnvolles Instrument. Es ist wichtig, die Verbindung zum Europaparlament zu halten, auch für eine Region. Wir Grüne sprechen ja auch immer von einem Europa der Regionen. Und da ist das Konzept auch grundsätzlich ganz gut, mit mehreren Regionen gemeinsam, also mit unseren Partnerregionen, gemeinsam in Brüssel aufzutreten. Und wir brauchen so eine Vernetzung nach Brüssel, um frühzeitig zu erkennen, was eben das Europaparlament und die Kommission plant und um möglicherweise auch frühzeitig Einfluss auf Entwicklungen zu nehmen, die uns als Bundesland schaden können. Die Kritik macht sich daran fest, dass jetzt die Landesvertretung plötzlich unglaublich wächst. Wir sind bisher in einem relativ kleinen Objekt untergebracht, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesvertretung sehr beengt sitzen und nicht alle Aufgaben optimal wahrgenommen werden können. Von daher sind auch wir Grünen der Meinung, dass die räumliche Unterbringung verbessert werden muss. Jetzt springt allerdings die Landesregierung sehr, sehr weit und sie vergrößert die Fläche von mal angedachten 2500 Quadratmetern auf eine Nutzfläche von weit über 3000 Quadratmetern. Und da wachsen natürlich auch die Kosten. Und wir finden, das ist ein zu großer Sprung. Da müsste man nach einem kostengünstigeren, kleineren Konzept suchen. Die Grünen würden, bevor sie einen Mietvertrag abschließen, erstmal klarkriegen, ob die Partnerregionen zu gleichen Konditionen mitziehen. Also ob sie den gleichen Mietpreis zahlen, wie auch die Landesregierung sie zahlen muss, um somit auch klar zu haben, wie hoch das Mietrisiko ist. Wir würden auch nicht eine so große Liegenschaft mieten, sondern nur die Räume, die wir brauchen. Und da ist unsere Hauptkritik die, dass jetzt relativ große Veranstaltungsräume mitgemietet werden. 4 Veranstaltungssäle. Und wir meinen, man musste die nicht so viele, so große Veranstaltungssäle vorhalten. Große Veranstaltungen, große Empfänge, die kann man außerhalb der Landesvertretung machen. Da muss man nicht Räume immer vorhalten, die man immer bewirtschaften muss, die immer auch gepflegt werden müssen. Da kann man große Veranstaltungen nach draußen verlagern, da gibt es in Brüssel Möglichkeiten. Und das würde auch die Kosten reduzieren, weil man ja weniger Fläche hat.